in town. All of the stars align. This is what it feels like when we collide. Servus und herzlich willkommen zum zweiten Part, ja, der Serie auf FIFA 15. Wir kommen. Jo. Heute wird mal alle live kommentiert hier, da die Zeit richtig knapp wird. Daher gibt es in der zweiten Episode auch nur einen Part leider. Beziehungsweise ein Part, was glaube ich, ein Spiel. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, ich habe mal die Formation geändert und noch ein paar andere Spieler reingeholt. Zum Beispiel Norbi, Hoffland, K, Riese und King. Wobei King echt wirklich einer meiner Lieblingsspieler ist, der ist echt cool. So, ja. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir Miroslav Klose gehen lassen haben, da wir mit ihm nicht klargekommen sind. Und ihn wird auch kein geringerer vertreten als der Sturridge Team of the Season, Leute. Guckt euch ihn an. Sturridge Team of the Season, mittelgeringe Arbeitsraten, 93 Pace, 89 Schuss, also 90 Dribbling. Geht schon ab. So. Also der vertritt Miroslav Klose und als zweiten da würde ich fast meinen, muss leider der Riese wieder auch mal raus. Und da nehmen wir dann einen guten aus der Liga BBVA, und zwar dann aus dem FC Barcelona, und das ist Jordi Alba. Ja, leider nur eine normale Karte. Ich habe das Team jetzt ein bisschen nochmal umgeändert, so dass zwar, ich glaube, 4 oder 5, keine Ahnung, golden Karten drin sind, aber die echt gut sind. Und von Jordi Alba gibt es halt auch keine andere Karte, aber der ist einfach ein Biest. Ja, das Team ist soweit, ja, so, ne? Ist halt das Team jetzt, und dann kann es auch schon losgehen. So, wir haben unseren ersten Gegner gefunden, beziehungsweise unseren Gegner. Was gibt es denn noch ein Spiel? Ja, FC Russo. Ja, Ronaldo, Messi, Bale. Ach du heiliger Bimbam. Ach du heiliger Bimbam. Ja, wird wieder ein ganz schön schwieriges Spiel. Also wir haben hier echt Brocken. Ich glaube, wir werden die ersten, also noch 3-4 Parts, ist sehr schwer haben, überhaupt was zu reißen. Da rennt er auch schon. Und ah, da gut, dann der Neuer kann halt nicht so leicht austricksen. Oh, harter Fail. Da haben wir schon das Gegentor. Da haben wir schon das Gegentor, Leute. Hätte ich nicht grätschen sollen. Jordi Alba ist immer wieder irgendwo, aber nicht da, wo er sein soll. Ah, was macht der? Was macht der? Jetzt nehmen wir mal den Ball los. Beziehungsweise den Ball droppen. Jordi Alba. Das war dein Fehler. Komm, Knutzon. Oh. Ei. Und er spielt wieder nur auf weite Bälle. Das ist einfach mal nubisch. Aber das können wir auch. Genau. Wir haben Sturi, wir haben Knutzon, wir haben King, alle über 90 Tempo. Und er hat Bale, ja. Komm, der ist drin! Voll! Huseklapp! So läuft das! Die Antwort hier von der norwegischen Elf. Jawohl! Und 2-1 Nordfight. So läuft das schon mal hier. So läuft das hier. Wer ist Ronaldo, sag mal?
Ja, wenn wir gut spielen, dann sind wir einfach mit dieser norwegischen Mannschaft schon sehr gut. Die ist einfach auch nicht schlecht. Die sind echt gute Spieler. Man muss halt nur ein bisschen mal mit umgehen können. So, und jeder verkackt es hier. Ja, komm, geh du doch ran. Du Lappen. Jawohl, Sturri, jetzt zieh mal hier. Und 3-1. Schade. Schade, schade, schade. Wir müssen auf jeden Fall die Führung ausbauen hier, damit wir auch mal gewinnen, Leute. Gewinnen müssen wir mal. Fail. Vom Gegner fail. Und Sturri. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. King und, oh, verdammt knapp. Verdammt, hätte er da ein bisschen mehr Power reingebracht. Dann wäre der richtig gut. Und Nordfight. Oh, das war, das wäre ein geiles Tor gewesen. Komm, er zieht. Ja, der wäre angekommen, Alter. Der wäre angekommen und wir wären auf jeden Fall durch gewesen. Ja. Das war nix. Tedley. Oben auf Knutsson. Der ist durch. Du bist durch. Und. Voll 3-1. Sturri. Sturridge. Komm, ja, mach den. Ja. Ich warte nicht. Ich warte nicht. Ja, ja. Totale Penetration, würde ich das hier nennen. Norbi, mach weg. Es ist doch so. Mann, es ist so ungerecht. Es ist so ungerecht, Leute. Easy going, tja. Wer es einfach mal nicht drauf hat, der hat es einfach mal nicht drauf, wa? War schon nicht schlecht. So, Sturri rennt jetzt mal. Das war... Oh, Neuer, Digga. Was ist denn mit ihm los? Was ist denn mit Neuer los? Und Hansen perfekt pariert. Perfekt pariert. Und Hummels mit ihm 3-2. Jawohl, da haben wir gewonnen. Gegen Ronaldo und Co. Ja. War ein spannendes Spiel. Und wir haben, denke ich mal, zu Recht gewonnen. Ja. Na gut, in der zweiten Halbzeit hat er ein bisschen aufgedreht. Aber bringt halt nichts. Bringt halt nichts. So. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.